In diesem Video zeige ich dir zwei einfache Übungen, die bei Kieferschmerzen und anderen Kiefergelenksbeschwerden gut helfen. Hallo und herzlich willkommen zu Corando Feelgood, deiner Gesundheitsplattform. Ich bin Jana und seit vielen Jahren Physiotherapeutin und Kiefertherapeutin. Kieferschmerzen, Kieferknacken oder eine eingeschränkte Mundöffnung entstehen meistens dadurch, dass die Kaumuskulatur dauerhaft verspannt ist. Wir sind oft nicht nur tagsüber so sehr unter Anspannung, dass wir unbewusst unsere Zähne die ganze Zeit aufeinander pressen, sondern auch nachts. Und diese dauernde Anspannung deiner Kaumuskulatur bemerkst du oft erst, wenn sich die Muskeln bereits verkürzt haben und ganz ungleichmäßig auf deine Kiefergelenke einwirken. Nämlich dann, wenn du Kieferschmerzen bekommst, ein störendes Kieferknacken oder wenn du deinen Mund gar nicht mehr richtig aufbekommst. In diesem Video zeige ich dir zwei einfache Übungen, wie du die Spannung in deinem Kiefergelenk sofort verringern kannst. Schau dir zu diesem Thema am besten auch gleich noch mein Video "Was tun bei Kieferknacken oder Kieferentspannen" an. Du kannst dazu entweder hier oben auf dem i klicken oder dann ganz am Ende dieses Videos. Da findest du dann weitere Informationen darüber, wie du deine Kieferbeschwerden dauerhaft loswerden kannst. Wenn du dich für eine gesündere Lebensweise interessierst und du deine Tipps für gesunde Ernährung, richtige und gesunde Bewegung, auch wenn du orthopädische Probleme hast, direkt vom Profi erhalten willst, dann abonniere meinen Kanal und drück am besten auch gleich die Glocke, dann wirst du nämlich informiert, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Und jetzt starten wir mit deinen Kieferübungen. Wärme dein Kiefergelenk als erstes etwas auf, indem du ein paar Mal deinen Mund maximal öffnest und dann wieder schließt. Und maximal heißt in dem Fall so weit, wie es dir heute schmerzfrei möglich ist. Wenn du weißt, dass du unter einem Kieferknacken leidest, dann schieb, bevor du deinen Mund öffnest, deinen Unterkiefer etwas nach vorne und öffne deinen Mund dann und schließ ihn wieder. Dann ist dein Kieferknacken meistens deutlich reduziert oder sogar ganz weg. Bevor du startest, achte darauf, dass du ganz aufrecht stehst oder sitzt, dass du deinen Kopf lang nach oben schiebst und dass du deinen Kopf nicht aus Versehen unbewusst so nach vorne schiebst. Nimm dein Kinn etwas zurück, sodass dein Nacken ganz lang werden kann und dann steht auch automatisch dein Kiefergelenk in der optimalen Position. Machen wir also zum Aufwärmen ein paar Mal die maximale Mundöffnung zusammen. Richte dich auf, deine Schultern tief, dein Kinn zurück und los geht's. Sehr gut, Kiefergelenk ist aufgewärmt und jetzt legen wir direkt los mit der ersten Übung. Nimm jetzt für diese erste Übung den Winkel zwischen deinem Zeigefinger und dem Daumen und lege ihn gleich zwischen deine Unterlippe und dein Kinn. Also hier so direkt, da schmiegt sich dieser Winkel sehr gut an. Leg ihn hier so oberhalb von deinem Kinn an und dann öffne deinen Mund wie eben auch maximal. Und dann schiebe mit deiner Hand noch etwas nach unten, sodass sich deine Kaumuskeln hier richtig schön dehnen können. Wir halten das dann gleich für drei Atemzüge. Ein Atemzug ist einatmen, ausatmen, eins. Zweiter ist einatmen, ausatmen, zwei. Also dreimal insgesamt. Wir machen es zusammen. Den Winkel zwischen Daumen und Zeigefinger. Unterhalb deiner Lippe, oberhalb deines Kinns anlegen. Öffne deinen Mund maximal. Und dann schieb noch weiter nach unten. Und schließt dann deinen Mund wieder. Diese Übung wiederholst du am besten für dich täglich dreimal. Das heißt, du startest immer mit einer kleinen Erwärmung, öffnest ein paar Mal deinen Mund maximal, dann
machst du die eben gezeigte Übung, hältst die Endposition 3 Atemzüge, schließt wieder, machst es von neuem, hältst die Position für 3 Atemzüge, schließt wieder und dann noch einmal. Also du wiederholst diese Übung 3-mal für 3 Atemzüge. Und jetzt gehen wir weiter mit der zweiten Übung. Für die nächste Übung erwärmst du dein Kiefergelenk zunächst wieder in die Seitwärtsbewegung. Das heißt, du öffnest deinen Mund ein kleines bisschen und schiebst dann deinen Unterkiefer nach links zur Mitte, nach rechts zur Mitte, nach links zur Mitte und so weiter. Wir machen das zusammen. Schieb deinen Kopf nach oben, nimm die Schultern tief, nimm dein Kinn etwas nach hinten und jetzt öffne deinen Mund ein ganz kleines bisschen und schieb dann von links nach rechts. Mal reicht und wir können direkt starten mit der Übung. Hierfür legst du gleich wieder diesen Winkel zwischen Zeigefinger und Daumen hier an die gleiche Stelle wie vorhin zwischen Unterlippe und Kinn. Dann öffnest du deinen Mund ein kleines bisschen und schiebst deinen Unterkiefer nach links und dann schiebst du mit deinem Arm, mit deiner Hand hier nach. Du schiebst dich wieder etwas weiter in diese Richtung. Achte dabei drauf, dass dein Ellbogen schön oben bleibt, also dass dein Unterarm horizontal ist, dann ist deine Schubrichtung automatisch richtig. Also wir machen das zusammen, wir halten dann wieder 3 Atemzüge. Schieb deinen Kopf nach oben, nimm die Schultern tief, Kinn etwas nach innen, öffne deinen Mund ein kleines bisschen, leg den Winkel zwischen Daumen und Zeigefinger an deinem Kinn, oberhalb deines Kinns. Öffne den Mund ein kleines bisschen und dann schieb dein Unterkiefer aktiv nach links und schieb dann weiter. Ellbogen ist oben. Dann wieder zur Mitte. Wenn wir die Seite wechseln, wechseln wir auch die Hand, denn es ist besser zu schieben den Kiefer, als ihn zu ziehen. Na, dann nehmen wir die andere Hand und machen das auf der anderen Seite nochmal. Schieb deinen Kopf nach oben, die Schultern tief, nimm dein Kinn etwas zurück und dann nimm den Winkel hier von deiner linken Hand, leg ihn hier an dieselbe Stelle an, achte darauf, dass dein Ellbogen schön oben bleibt. Öffne deinen Mund ein kleines bisschen, schieb aktiv deinen Unterkiefer nach rechts und dann schieb weiter mit der Hand nach rechts für 3 Atemzüge. Und dann komm zur Mitte und entspann wieder. Mach auch diese Übung wieder 3-mal. Das heißt, du beginnst kurz mit einer Aufwärmung in die Seitwärtsbewegung für deinen Kiefer, indem du den Unterkiefer ein paar Mal von rechts nach links schiebst. Und dann schiebst du deinen Unterkiefer einmal nach links für 3 Atemzüge, einmal nach rechts für 3 Atemzüge. Nochmal nach links, nochmal nach rechts und dann noch einmal. Hältst jeweils für 3 Atemzüge. Jetzt danke ich dir ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und für dein Vertrauen. Und ich wünsche dir natürlich, dass du deine Kieferbeschwerden ganz bald loswerden kannst. Schau dir, wie gesagt, hierzu nochmal mein Video Was tun bei Kieferknacken an oder Kiefer entspannen. Da findest du nochmal ganz wertvolle Tipps und Hinweise, wie du deine Kieferschmerzen oder deine Kieferbeschwerden dauerhaft loswerden kannst. Bis bald. Tschüss.